Hallo und willkommen zu einer neuen Folge DragonQuest FS. Wir sind immer noch in Tiklingen. Habe ich ja letztes Mal angefangen, ein paar der offenen Aufgaben anzugehen. Ich habe genau eine gelöst. Aber es gibt noch zwei Orte, die ich besuchen kann. Okay. Können die sprechen? Dieser Turm wurde als Schrein für Pegasus errichtet, aber er hält nur seinen Körper. Der arme Gaul hat sein Herz verloren. Er wurde ihnen nämlich gestohlen. Ich möchte wissen, was dem Dieb geritten... Dieser schlechte Wortwitz, Alter. Manche glauben, dass das Herz irgendwann zur Säule zurückgebracht und Pegasus befreit wird. Ich finde, man sollte keine toten Pferde reiten. Dass es dazu kommen wird, glaube ich nicht. Aha. Okay, ich habe noch keinen Plan, was ich hier machen soll. Es heißt, ein böses Wesen sei schuld daran, dass Pegasus sein wahres Selbst verloren hat. Aber was sollte das überhaupt bedeuten? Klingt wie ein Haufen Mist, finde ich. Da muss ich durchs Gift laufen. Finde ich jetzt nicht so geil. Aber mir bleibt anscheinend nichts anderes übrig. Ich habe das Gefühl, dass etwas Schreckliches geschehen ist. Hm? Immer langsam mit den jungen Pferden. Ihr seid eine Art Abenteurer, was? Dann bitte ich euch an, was ich zu sagen habe. Dieser Turm ist als Pegasus-Säule bekannt. Er ist ein heiliger Ort, denn drin steht eine Statue von Pegasus höchst selbst. Der alte Mann, der sich darum kümmert, ist zufällig mein Meister. Er ist ein echter Pferdenarr. Leider ist er von einer Weile hinaufgetrottet und noch nicht wieder zurückgekommen. Ich mache mir große Sorgen um ihn. Ich will ja keine Pferde scheu machen, aber ich habe das Gerücht gehört, dass Pegasus wieder zum Leben erwachen soll, wenn sein gestohlenes Herz zu ihm zurückkehrt. Ich frage mich, ob vielleicht so etwas in der Richtung passiert ist und mein Meister daran verwickelt wurde. Ich kann auch nicht zufällig dazu anspornen, hinaufzugehen und nachzusehen, ob es ihm gut geht, oder? Ich kann meine Sorgen kaum in Zorn halten. Klar! Mach das Tor auf und ich gehe hoch! Ihr werdet es tun, wunderbar. Vielen Dank, um ehrlich zu sein, brächten mich keine 10 Werte, die an die Stufen hoch. Wie dem auch sei, mein Meister ist auf die Säule gestiegen, um die Statue von Pegasus zu polieren. Ein hohes Ross in mehrfacher Hinsicht. Ihr müsst nur hinaufgaloppieren, dann werdet ihr es bestimmt selbst sehen, was sich da oben ereignet hat. Ich würde ja mitkommen, aber ich warte besser hier, falls ihr ihm unterwegs verpasst. Außerdem kommt ihr mit all den Treppen sicherlich besser zurecht als ich. Ein gutes Pferd springt nicht höher als es. Okay, lass mich da rein. Bevor ich noch mehr schlechte Wortwitze ertragen muss. Ah! Das verletzt mich! Oh, und es gibt Random Encounter. Ja, die sind aber nicht so stark. Kann ich auch gut als Training nutzen. Oh, da gibt's Kisten. Ich werde dazu genötigt, durchs Feuer zu laufen. Was soll das? Ach, komm schon! Niemand mag Random Encounter. Niemand! Ja, darf ich jetzt auch mal agieren? Ja? Darf ich? Hallo! Dann machen wir, glaube ich, einfach mal Gigahieb. Und du benutzt Perlentor? Wieso sind die schon wieder vor mir dran? Bitte was? Ja, das in diesem alten Modus, das zieht sich unglaublich in die Länge. Das sagt mir nicht so zu. Aber ich habe die alten Dragon Quest auch nicht gespielt. Mir fehlt die Nostalgie für die Spiele. So. Hat sich das Wesen erfahrungstechnisch gelohnt? Ja, kann man so sagen.
Serena ist auf 44. Noch ein Level. Und sie lernt Clear. Alter, als ob sie 15 Talentpunkte bekommt. Das ist ja natürlich fresh. Oh ne, kann man sich hier nicht... Muss man das so machen? Oh, lol. Das geht mir auf den Sack schon jetzt. So, da sind die beiden Treppen, die nach unten führen. Da ist die Kiste. Was haben wir da drin? Hallo, mach die auf. Ein Zaubermachtsamen, okay. Und hier kann ich auch runter. Das ist eine Sackgasse, alles klar. Oh, auf der Etage gab es keine Random Encounter, das ist schon mal gut. Nächste Kiste? Irgendwie, da läuft er dann immer vorbei. Ein Lindrisselblatt. Die sehe ich natürlich gerne. Was seid ihr denn für Halunken? Frostfontäne, da haben wir es. Bodo greift mal normal an und Jade kann mit Vakuumkick angreifen. Oh, die halten ein bisschen mehr aus. Ich hoffe, Bodo killt den jetzt. Wieso kriegt Bodo keine MP? Ah, wollte ich gerade sagen. Wieso kriegt er keine MP zurück? Ich gehe mal erst da rechts lang. Dann komme ich nämlich... zu der Kiste, glaub. Wie kommt man da hin? Das sind drei Kisten, das will ich wissen. Kann ich damit irgendwas machen? Wo lande ich hier? Ist das die gleiche Treppe? Ja. Okay. Ich lande immer... Wofür war denn der mittlere Gang dann? So, wir machen mal keine halben Sachen und machen Giga-Hieb. Ich kriege ja einigermaßen auch... Erfahrungspunkt, das heißt, Level-Ups sollten ganz schnell vonstatten gehen. Ich finde es besonders nervig, dass meine Heilung, dass ich das nicht per Quickslot auswählen kann. Das erzählen mir nicht, die überleben das alle. Oh ne, das ist der physische Moon jetzt, ne? Ne, doch nicht. Nochmal Perntor, Bolus hier wieso als letztes dran.
Als ob die das überleben. Endlich. Oh oh, das geht auf alle. Ich muss aufpassen, dass Bodo mir nicht verreckt. Die Viecher halten ganz schön viel aus. Wieso heile ich eigentlich mit Bolo? Das kann ich mit Serena machen. So. Ach komm schon, die Random Encounter nerven! Vor allem, weil die Kämpfe so langsam abgewickelt werden. Ich habe ja gedacht, ich kriege heute Ticklingen fertig, aber so weiter schaffe ich nicht mal dieses Buch hier. Auf der einen Seite sind das gute Erfahrungspunkte, auf der anderen Seite zieht es sich so unendlich lange hin. Oh scheiße, jetzt hab ich's doppelt eingesetzt. Du hast einen... Ja, ich erhalte einen Zaubersamen. Bitte keine Random Encounter. Kurz vor der Kiste, natürlich. Oh, schon wieder. Ich habe große Bock eigentlich abzuhauen, ne? Einfach volle Pulle jetzt. Ich finde es schade, dass man nicht irgendwie die Animation abschalten kann, dass das ein bisschen schneller hier vonstatten geht. Oder vielleicht kann man es und ich finde es einfach nur nicht. So. Toll. Ich greife mal nochmal an. Auch wenn ich das Gefühl habe, der wird ein bisschen stärker sein. Ne, nicht wirklich. Okay. Ne, er darf zweimal. Okay, keiner ist betroffen. Ja, wir greifen einfach normal an. Also, der scheint nicht so stark zu sein. Was ist das denn? Er kriegt sowas? Krieg ich denn was dafür, dass ich den besiegt habe? Der hat ja nichts. Das ist ja lächerlich. Ah, Talentsamen, okay. Wenigstens etwas. So, kann ich jetzt hier runterjumpen? Kann ich.
Da muss man ja irgendwie... Ich möchte irgendwie da rankommen. Das sind drei Kisten. Leck mich! Ich gebe zu, die Viecher gehen mir langsam ein bisschen auf die Nerven. Da ist noch einer. Vor allem, wenn irgendwie mehrere angegriffen werden, so wie hier, wenn es auf die komplette Party... Kriegst so viel Schaden, kriegst so viel Schaden, kriegst so viel Schaden, kriegst so viel Schaden. Wenn man das Moderne halt kennt, dann nervt das. Yay, ich krieg einen Schatz, so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss ein bisschen tricksen. Und vor allem, wenn sowas passiert, wo man ein bisschen herumdoktern muss, dann nerven Random Encounter. Die sind schneller als ich. Könnte das Jade killen? Als ob. Budo ist gelähmt. Nee. Ja, bin ich jetzt aber wenigstens dran und kann die killen. Die tanken ja nicht so viel. Weil Jade ist fast tot. Ich habe den Bodo halt nochmal normal angegriffen und mit Henrik einen Flächenzauber gemacht. Ja, und das wird mir jetzt zum Verhängnis. Ich mach mal vorsichtshalber Perlentor und mit Jade Vakuumkick und hoffen, dass ich vor denen dran bin. Nein, natürlich nicht. Okay, geht auf Henrik. Jade, bitte erledige sie. Danke. Das war knapp. Das ist verdammt knapp gewesen. Nein, oh, nicht nochmal. So, ich muss mich, glaube ich, irgendwie hier fallen lassen. Ist, glaube ich, das Geheimnis. Hier? Nö. Hier in der... Also, wir gehen diese Ramp... Komm, ich habe die Schnauze voll. Sie gehen mir auf den Sack. Ja, es geht natürlich nicht. Ich bin schon in dem Modus, an dem mir diese Encounter auf den Sack gehen. Komm, hau die einfach weg. Hat das Spiel nicht irgendwie einen Turbo-Modus oder so?
Es nervt mich. Die konntest du jetzt schnell besiegen. Ich guck mir das jetzt irgendwie an. Info. Was bisher geschah, das interessiert mich nicht. Aha. Reisetipp, Ausstellung einer Taktiken, geschickte Gruppen. Ach, hier kann ich geschickte Gruppenheilung machen. Mhm, okay. Systemeinstellungen, Kampfgeschwindigkeit, schnell. So, was passiert, wenn ich hier runtergehe? Lande ich hier. Ich glaube, ich muss hier irgendwie runter. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell das... Ihr geht doch! So, es ist nicht mehr ganz so nervig. Das ist zwar ein bisschen... So, ich gehe mal jetzt hier runter. Ich weiß ehrlich nicht, was ich hier oben machen soll. Mann, das nervt! Wenn der Griff mit dem Aufwand wird, aber bestimmt eine andere Strafe zu bringen, reicht sie ihm mit einem gekräftigten. Achso. Ganz normal angreifen. Ah, ich muss doch hier oben jetzt mal bald mal weiterkommen. Es geht mir auf die Nerven. Sonnenevolution, töte sie! Level up. Vollheilung. Macht das das, woran es sich anhört? Stellt die EP eines Einzelverbündeten vollständig wieder her. Das ist doch lecker. Muss ich mich hier fallen lassen? Kann ich mich da heilen? Nee. Ich bin auf jeden Fall richtig. Wollt ihr mich verarschen? Von wegen, ich bin richtig. Es geht mir wieder ein bisschen random Encounter auf den Sack bis dahin, ne? Dann muss ich hier runter, oder? Ach komm. Ich hab gleich keinen Bock mehr, ne? Dann ist mir das hier mal komplett egal.
Ich hab... Also als wenn dieses mit den sich runterfallen lassen nicht schon mir genug auf die Nerven gehen würde. Diese Random Encounter, die... Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie die mir gerade auf den Sack gehen. Habe ich Items, die das unterbinden? Ich habe keinen Bock auf die Viecher. Ein heißes ist die schwächere Monster verscheucht, ja. So, lasst mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf euch. Wo lande ich hier? Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Muss ich nach links oder so? Aber das Wasser scheint zu funktionieren. Oh, jetzt bin ich da runtergeflogen. Ja, ist egal. Der Weg ist nicht so weit. Och, das hält ja wahnsinnig lange an. Ich habe nur noch eine Dings davon. Ja. So, ich jumpe jetzt hier runter. Ah, Moment. Lol, jetzt bin ich hier. Okay. Ich muss nach diesen Türen Aussicht halten, habe ich den Eindruck. Das hat nichts mit diesen Runterjumpen, oder? Nein, hier sind keine Türen. Vielleicht sind da oben auch noch Türen, die ich bloß noch nicht... Ja, und jetzt habe ich meine Random Encounter wieder an der Backe. Hier kann ich mich fallen. Also, das kann doch nicht euer Ernst sein. Lass mich fliehen. Weh, du lässt... Danke. Ja, endlich! Oh, ich hab's lange nicht gecheckt, Leute. Stärkesamen. Juhu! Okay. Und lass es bitte gleich zu Ende sein. Wieso zählen die nicht als eine Gruppe? Was soll das? Ich mache die Folge auch ein bisschen länger. Ich möchte das in dieser Folge abschließen. Das Buch hier. Ich habe jetzt in der Stelle da unten ein bisschen reingeschissen, weil ich das mit dem Weg hier anscheinend nicht gecheckt habe. Da geht's nicht lang. Das Problem ist, ich will alles mir angucken. Ob irgendwie was versteckt ist. Und dann... Geht die Falle mit den Random Encounters los. Jetzt, wo ich es auch schnell gestellt habe, geht's tatsächlich. Vorher war es ein bisschen nerviger. Da ist der alte Sack! Was ist mit ihnen los? Der Mann und die Statue von Pegasus werden von einem hellen Licht eingehüllt. Etwas Seltsames geschieht mit dem Mann. Nein, bitte nicht! Die Statue, sie kommt mich holen! Warum? Warum ich? Ich habe das Herz von Pegasus nicht!
Okay, Bosskampf. Das ist kein Pegasus. Kannst du auch noch was anderes als Feuerwehrfußweger? Nee. Okay. Ich greife mal erstmal normal an. Bei dir mache ich mal Mega-Stärkung. Und kann ich mit Bodo irgendwas Gutes? Ja, wir können diesen gerechten Regen machen, ne? Oder haben wir sonst noch? Alles vom Fluch? Nee, gerechter Regen. Ja, wir greifen einfach mal normal an. Ich könnte mich mit Jet in Teufelchen verwandeln. Das würde sich lohnen. Ja, das machen wir mal. Teufelchen. Dennoch stellt ja, glaube ich, keine Gefahr dar. Vor allem, weil ich hier Begena gezaubert habe. Okay, Henrik kann alleine keine Koop-Kraft aufwenden. Dafür braucht er einen Kumpanen. Aua! Mit Bolo mache ich mal Perlentor. Wie viel Schaden? Mal gucken, wie viel das macht. Ja, irgendwann muss das Vieh hier down gehen, ne? Genau. Gibt 6000. Oh, den Himmel sei Dank! Wärt ihr nicht gekommen, wäre ich in ein Monster verwandelt worden. Ich bin nur hergekommen, um die Statue vom Pegasus zu polieren. Aber als ich mich näherte, strahlte sie ein schreckliches, unheimliches Licht aus und dann griff sie nach mir, nach meinem Herzen. Angeblich soll Pegasus wieder zum Leben erwachen, wenn sein gestohlenes Herz zu ihm zurückkehrt. Aber ich bin doch nicht mal ein Pferd. Wieso will es denn meins? Nur eins steht jedenfalls fest, hier ist es nicht sicher. Ich werde versuchen, so weit wie möglich von dieser Statue wegzukommen. Hier kommt die Kavallerie! Mein liebes Pferdchen, nein, komm nicht näher! Was? Es geht weiter. Okay. Ja, ich mach mal wieder Mega-Stärkung. Mit Bodo gerechter Regen. Und mit Dings verwandeln wir uns. Ah, Koop-Kräfte. Gucken wir mal. Was kann ich hier machen? Ich kann Sonderreaktion machen. Dann nutzen wir das doch mal. Bodo macht mal Perlentor und Jay greift normal an. Bam, 419. Wie oft darf der Typ angreifen? Okay. Jade, mach mal Fußfeger. Ich muss mich ein bisschen heilen. Und das Problem ist, das Vieh wird vor Bodo drin sein. Dran sein.
Ja, Henrik ist tot. Klasse. Ich habe extra die ganzen Heilungszauber vorher gewirkt, damit das nicht passiert. Das Vieh hat Flächenangriffe auf die ganze Gruppe. Will dieses Scheißpferd mich verarschen? Wenn ich den ganzen Dungeon von vorne machen muss, ist was los. Ah, ich habe ja noch meine zweite Truppe. Stimmt ja. Okay. Ja, stimmt ja, da war ja was. Dieses Vieh ist OP. Ja, das killt mich einfach instant. Die Gruppe wird ausgelöscht. Wie ist das? Ich bin noch nicht Game Over gegangen. Wie viel muss ich neu machen? Okay, nicht so viel. Ja, Leute, ich beende mal die Folge. Ticklingen schieben wir mal nach hinten, bis ich ein bisschen stärker geworden bin. Dieser Gaul ist ein... Den kann ich bestimmt zu jetzigen Zeitpunkt besiegen, aber das ist mir zu viel Arbeit zurzeit. Deswegen warten wir, bis wir etwas stärker sind. Und dann kriegt der auf die Fresse. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.